Tiere sind ihre Leidenschaft, der Zirkus ihr Zuhause. Und das in der 9. Generation. Die kleine Loredana ist das jüngste Mitglied der Familie Kaiser und auch sie darf schon mit in die Manege, wenn sie Lust hat. Doch wie lange noch, das ist völlig unklar, denn dem Zirkus Kaiser geht es finanziell sehr schlecht. Im Moment ist die Situation sehr schwierig, weil auch gerade die Hitze eingetroffen ist in Deutschland und Fernsehen und Internet die Kinder mehr interessiert als Kultur, Zirkus, Tiere. Wenn früher der Zirkus nicht stattgekommen ist, dann ist Völkerwanderung gewesen und alle sind zum Zirkus gerannt. Heute ist leider nicht mehr so, also wir kämpfen um Überleben. Wir bräuchten im Schnitt so 150 bis 200 Personen pro Veranstaltung und jetzt die letzte Zeit ist es gerade bei 40 Personen pro Veranstaltung. Also es sieht sehr schlecht aus für den Zirkus. Die Leute halten ihr Geld zusammen, weil sie nicht wissen, was kommt. Und das Erste, was halt drauf verzichtet wird, ist auf ein Vergnügen halt. Die Brüder Arthur und André machen sich ernsthaft Sorgen. 80 Tiere, 25 Artisten, mehrere 100 Euro Ausgaben allein für Futter jeden Tag. Und dafür viel zu wenig Zuschauer. So wird es nicht mehr lange weitergehen. In Deutschland ist es das einzigste kulturbetriebene Veranstaltung, was nicht unterstützt wird. Theaters, Kino, Musicalhäuser werden alle unterstützt, aber die Zirkusse werden eben nicht unterstützt. Was natürlich schade ist, weil Zirkus ist mit Kino einzigartig, dass das im Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg, das haben wir alles mitgemacht, die Zirkusunternehmen. Es ist ein Stückchen Kulturgut von Deutschland und wird überhaupt nicht unterstützt. Im Gegenteil, wir zahlen noch viel Steuern, kriegen gar keine Vergünstigung. Der Zirkus Kaiser hält besonders viele exotische Tiere, die man sonst nirgends sehen kann. Leider kämpft er dadurch auch viel mit Tierschützern, auch wenn die Tiere sehr entspannt wirken und der Tierarzt jede Woche kontrolliert. Wir stehen auch dazu, weiterhin Wildtiere zu halten, weil solange wir diese Tiere die Auflagen erfüllen können und die Veterinäre das in Ordnung finden, spricht es für uns nichts dagegen, diese Tiere weiterhin zu halten, weil wir halten diese Tiere schon über Generationen. Und wie ist es, als Kind im Zirkus aufzuwachsen? Der 13-jährige Leonardo kennt nichts anderes. Der Zirkus ist sein Abenteuerspielplatz. In der Manege darf er für ein paar Minuten Star sein. Und auch die 14-jährige Virginia hat schon ihre eigene Nummer. Trapez war immer mein Traum. Das habe ich jetzt auch. Hat mein Onkel mir halt gelernt und mein Opa. Und jetzt mache ich es auch bei uns in die Vorstellung. Leben im Zirkus ist schon. Ohne Zirkus könnte ich mir nicht vorstellen. Unsere Kinder gehen normal zur Schule. Und wir haben auch einen Privatlehrer, der wird von den Landkreisen zur Verfügung gestellt. Das heißt Bayern, Baden-Württemberg, die haben ihre eigenen Zirkuslehrer. In der nächsten Zeit bleibt der Zirkus, auch weil es günstiger ist, vor allem in Bayern. Die nächste Station ist Meitingen bei Augsburg. Doch wie lange können sie sich so noch halten? Man denkt eigentlich jetzt letzte Zeit täglich dran, aber es muss immer wieder weitergehen. Ne? Wir können da nichts anderes, wir wollen nichts anderes. Unser ist unser Leben, mit den Tieren zusammenzuarbeiten. Ne? Also ist unser Traumberuf. Und wir probieren ihn und versuchen, ihn weiterzumachen. Die Tiere abschaffen, einen neuen Beruf ergreifen, sesshaft werden. All das droht hier allen. In Frage kommt es für die Kaisers nicht wirklich. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.